Dieser Vorfall aus Frankreich erhitzt gerade das Netz. Auf einem Video ist zu sehen, wie sich Klimaaktivisten mit ihren Händen auf der Straße festkleben, um den Autoverkehr zu verhindern. Für die Aktion zeigte sich die Aktivistengruppe Dernière Rénovation verantwortlich. Innerhalb von nur wenigen Minuten war aber die Polizei angerückt, um die Sache zu klären. Die französische Polizei fand das Festkleben auf den öffentlichen Straßen aber gar nicht zum Lachen und ging recht rigoros gegen die Demonstranten vor. Personen, die ihre Hände an der Straße festklebten, bekamen diese einfach von der Polizei weggerissen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie sich die Demonstranten vor Schmerzen krümmen. Wie stark die Schmerzen der Personen wirklich waren, bleibt jedoch dahingestellt. Urteilen Sie selbst.